Heyo und willkommen zurück, meine lieben Certainly. Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, unserer zweiten Staffel. Ja, wir haben jetzt Zugriff auf Ket'Nur, unsere Festung. Wir haben den östlichen Wachturm errichtet, haben zurzeit keine Ereignisse. Wir bauen gerade die Hauptburg, dass wir danach den Kerker bauen können als erstes. Aber wir können mal kurz gucken, was es eigentlich alles so gibt gleich. Kaserne und Gruppenverwaltung. Also ja, östlicher Wachturm, den haben wir bereits gebaut. Dadurch kommen wir ja nach Bootsbucht oder Defiance Bay. Westlicher Wachturm. Wobei das eigentlich eher Torhäuser als Wachtürme sind. Ja, erhöht einfach nur die Sicherheit. Die Leuchthöhle ermöglicht uns zu rasten und erhöht unser Prestige. Hauptburg erhöht Sicherheit und Prestige, sehr gut. Burghof. Ja, der Burghof war einfach nur gesäubert werden, damit wir dort Sachen bauen können. Ket'Nur Türme. Ermöglichen uns auch einen Wahrnehmungsbonus, wenn wir in der Leuchthöhle rasten. Also wir können dann in der Leuchthöhle verschiedene Boni auswählen, je nachdem, was wir gebaut haben. Ringmauern, also die Mauern reparieren, was uns Schutz bietet, südliche und westliche. Bibliothek. Können wir Wissensbonus in der Leuchthöhle machen? Kaserne. Können wir dann Gefolgsleute einstellen, die die Festung verteidigen? Kerker. Ja, ist das, wo wir Leute einsperren wollen? Händlerstände. Haben wir einen Händler hier, der dann Sachen verkauft? Also hier innen drin. Ja, Handwerkshalle. Da hatten wir einen Waffen- und Rüstungshändler und einen Gewandheitsbonus, wenn wir in die Leuchthöhle rasten. Kuriositätenladen. Körperteile von exotischen Kreaturen. Generiert auch in der Truhe, die wir da haben, Körperteile in jeder Runde. Magierschmiede, kann man Fallen kaufen und einen Mechanikbonus für die Leuchthöhle. Kapelle, Entschlossenheit für die Leuchthöhle und Priester mit Schriftrollen. Forum, Intellektbonus in der Leuchthöhle. Übungsgelände. Also das ist jetzt alles Burghof, das ist nur westlicher Wachturm. Was irgendwie Sinn macht, weil solange das Tor offen steht und jeder reinlatschen kann, will sich hier niemand ansiedeln. Ja, Forum, Übungsgelände. Machtbonus in der Leuchthöhle. Botanischer Garten erhöht das Prestige. Und generiert eine zufällige Pflanze in der Schatzkammer. Hier ist irgendwie der Text doppelt. Ist wahrscheinlich noch ein kleiner Bug. Irrgarten, macht die Sicherheit höher, weil wenn Gegner irgendwie über die Mauern klettern und im Irrgarten landen, verlaufen sie sich erstmal. Und wir kriegen einen Heimlichkeitsbonus. Die Försterhütte. Überleben in der Leuchthöhle. Und wir kriegen Kopfgelder angeboten. Ich glaube, das mache ich dann. Wobei, die Förster brauchen wir nicht so schnell, weil Kopfgelder halt schwierig sind.
Weitlandpfade tun wir unsere Pfade, unsere Straßen und um die Burg reparieren, wodurch wir Verfassung und Athletikbonus in der Leuchthöhle kriegen. Ja, Feuerstelle in der Leuchthöhle, das ist alles in Standsetzung in der Leuchthöhle. Keine Ahnung, warum das unterste ausgegraut ist. Irgendwie ist hier die Schriftrolle zu Ende. Feuerstelle in der Leuchthöhle, Labor in der Leuchthöhle. Das hier sind wahrscheinlich einfach nur, also es steht nichts Besonderes dabei, das ist einfach nur Prestigeerhöhung und die Leuchthöhle verschönern. Aber ja. Der Händler wird sich wahrscheinlich irgendwo hier in der Hauptburg ansiedeln. Sobald diese mal restauriert ist. Wir müssten jetzt über ganz Kaer Nua unseren Blick haben. Ja. Festung, östlicher Wachturm. Leuchthöhle. Bit just like your breeches, scholar lad. I beg your pardon? Nothing. I said nothing. Sehr freundlich. Machst dir wohl gleich in die Hosen, du Blüterwurm. Kanna errötet, wodurch sich ein rosiger Schatten auf seine goldbraune Haut legt. Wie bitte? Nichts, ich habe nichts gesagt. Okay. Also. Wir haben noch einen Genauigkeitsrastbonus. Also unseren Rastbonus vom letzten Rasten. Und wir können mit drei unserer Leute reden. That old watcher. I don't know what I expected, but it sure wasn't that. Dieser alte Wächter schüttelt seinen Kopf und kichert. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber das war es bestimmt nicht. Du sagtest, du hättest einige Dinge, die du ihn fragen wolltest. Well, it's kind of embarrassing now. I just got a dumb idea in my head is all. Don't know why I thought it'd work. That's funny. That's probably the first thing I got my hopes up for in, I don't know, years. At least I got that out of it. Nee, es, naja, es kann mir, es ist, nee, naja, jetzt ist es mir ein bisschen peinlich. Ich habe nur eine dumme Idee in meinem Kopf, das ist alles. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, dass sie funktionieren könnte. Schon lustig, das ist vermutlich die erste Sache, die mir Hoffnung gemacht hat, seit ich, ich weiß auch nicht, Jahren. Wenigstens konnte ich das für mich herausholen. Um was ging es? Jetzt komm schon, ich mag keine Spannung. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Ich werde nicht über dich urteilen. All right. Guess fair is fair, and you did bring me to see him. Those rumors back in Gilded Vale about my brother, Woden. About how he'd turned against us and fought for Widwin. Been on my mind for some time now. Er seufzt, in Ordnung. Es wurde nur gerecht. Schließlich hast du mich zu ihm gebracht. Diese Gerüchte in Goldtau über meinen Bruder Woden. Darüber, wie er sich gegen uns wandte und für Whitewind kämpfte. Die spuken schon seit einiger Zeit in meinen Gedanken herum. Thing about Woden was, he always knew what was right, and that's what he'd do. One day he set out to fight for Deerwood against a man claiming to be our god. So I knew that's what I had to do too. He was right. Hearing claims that he died fighting for Rhaid Saris, well, that got me worried. Not that he'd chosen the wrong side, but that I had. Didn't seem right what Widwin had in store, but if he really was Aethys. Woden war sich immer sicher, was richtig war, und so handelte er auch. Eines Tages machte er sich auf, für den Dürrwald gegen einen Mann zu kämpfen, der behauptete, unser Gott zu sein. Deshalb wusste ich, dass auch ich das zu tun hatte. Es war richtig. Die Behauptungen zu hören, dass er im Kampf für Vecerus gefallen, machten mir Sorgen. Nicht, weil er die falsche Seite gewählt haben könnte, sondern ich. Was Whitewind auf Lager hatte, erschien mir falsch, aber wenn er wirklich Eotas war, er schüttelte den Kopf. I thought, maybe this old watcher would know how my brother died. So I could see if it was true. Like he could, I don't know, read it in my soul or something. Use our connection. Told you it was dumb.
Ich dachte mir, vielleicht wüsste dieser alte Wächter, wie mein Bruder gestorben ist, damit ich sehen könnte, ob es stimmt. Als ob er, ach, ich weiß nicht, als ob er es in meiner Seele lesen könnte oder sowas. Unsere Verbindung nutzen. Ich hab dir ja gesagt, dass es dumm war. Warum hast du mich nicht um Hilfe gebeten? Ich schätze, weil ich dich nicht kannte. Es ist nicht leicht, einer Fremden zu vertrauen, die von sich behauptet, eine Wächterin zu sein. Of course, I knew the truth deep down. Watcher's not psychic. I think I just had this idea, and the idea made me feel a certain way, and I didn't want to lose that. Natürlich kannte ich die Wahrheit tief in meinem Inneren. Ein Wächter kann keine Gedanken lesen. Ich hatte wohl einfach die Idee, und wie ich mich durch diese Idee fühlte, das wollte ich nicht verlieren. Wenn ich wirklich etwas über meinen Bruder herausfinden wollte, sollte ich nicht mit den Wächtern beginnen, sondern mit Aufzeichnungen. Warum machst du das dann nicht? Du hast 15 Jahre gebraucht, um darauf zu kommen. Du solltest dich darauf gefasst machen, dass es keine Aufzeichnungen über den Tod deines Bruders gibt. Nehmen wir die 1. Edda denkt einen Moment lang nach, während er seine Lippen in eine Richtung schiebt. Hebt ein Augenbraue. Wenn es irgendwelche schriftlichen Aufzeichnungen dankbar gibt, dann müssten sie sich in Trutzbuch befinden. Im dortigen Palast gibt es ein Archiv. You've done a lot for me already. But if you could see fit to pay that archive a visit with me, well, you know. Ich weiß, knowing my luck, the records clerk will go crazy and try to kill me. I'd feel better with you in there with me. Ich weiß, du hast schon viel für mich getan, aber wenn du es für angebracht hättest, diesen Archiv mit mir einen Besuch abzustatten, naja, du weißt schon. Bei meinem Glück wird der Urkundsbeamte durchdrehen und versuchen, mich umzubringen. Ich glaube, mit dir an meiner Seite würde ich dort mehr Glück haben. Das wäre Fragmente eines zertrümmerten Glaubens. Ja, als wir Meerwald fanden, war er in einem Zustand, in dem er keine Fragen beantworten konnte. Edea muss entscheiden, was wir nun tun. Edea glaubt, dass er mehr über die Umstände des Todes seines Bruders in Trutzburg herausfinden könnte. Er vermutet, dass er es in einem Archiv im Palast des Dux Aufzeichnungen zum Krieg des Heiligen geben könnte. Kana. I confess. I was hoping our meeting with Meerwald would go a little differently. But then, you have gained an entire keep. I don't think I've seen anyone inherit land that quickly since Kain the Younger read her father's will. Ich muss eingestehen, dass ich dachte, unser Treffen mit Meerwald würde etwas anderes ablaufen. Dann aber wieder hast du eine ganze Burg gehalten. Ich glaube nicht, dass ich jemanden derart schnell Land habe erben sehen, seit Kain die Jüngere den Willen ihres Vaters las. Ich kam tatsächlich in den Dürrwald, um eine neue Heimat zu finden. Anscheinend gehöre ich jetzt zum Landadel. Ich wünschte, ich hätte zu ihm durchdringen können. Dieser Ort kommt mir fast nutzlos vor. Nehmen wir mal die 3. Er war nicht mehr zu retten, aber mach dir keine Sorgen. Die Vergangenheit ist dafür da, dass wir Lehren aus ihr ziehen. In Trutzburg werden wir sicherlich noch mehr Antworten finden. Wenigstens hast du mit dieser Burg eine Basis, von der aus du weitersuchen kannst. Und außerdem liegen unter der Herrenhalle noch Geheimnisse verborgen. Er grinste eifrig. Mit dir als Anführerin sollte die Erkundung der endlosen Pfade leichter werden. Ja, das wäre das Rad der Zeit. Ja. Habe ich das überhaupt ganz gelesen? Der Amauner Kanahua aus dem Nordteil von Raotai ist auf der Suche nach einer heiligen Schrift in den Dürrwald gekommen. Dem Tanvi Oratora, beziehungsweise dem Buch der Tugenden. Nach einem Jahr des Suchens glaubt er, die Schrift auf einer Tafel aufgespürt zu haben, die sich in den unter Ketnur begrabenen Ruinen befindet. Er ist begierig darauf, die Ruinen zu erkunden und hat mich diesbezüglich um meine Hilfe gebeten. Bis dahin scheint er mir gerne Gesellschaft auf meinen Reisen zu leisten, obwohl er kleinlaut zugegeben hat, dass es zum Teil daran liegt, dass er von mysteriösen Mördern gejagt wird. Kanarua hat in der Hoffnung, einen Unterstützer zur Überquerung des mit Monster verseuchten Burghofs zu finden, vor den Toren der Burg gewartet. Er glaubt, dass Meerwald die Antworten über die von ihm gesuchte Tafel kennen könnte. Anscheinend sind wir beide auf der Suche nach diesem alten Wächter. Meerwald war schon zu degeneriert, um uns noch zu antworten. Wir werden uns in den Ruinen unter der Burg selbst zurechtfinden müssen. Fürst des Ödlands und Meister der Tiefe. Ja, Meister der Tiefe habe ich, glaube ich, auch noch nicht vorgelesen.